Herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten bei Xenoblade Chronicles. Heute heißt es endlich Colony 6. Lange haben wir darauf gewartet, Colony 6 wieder aufzubauen, doch jetzt ist es an der Zeit. Das seid ihr ja endlich. Arthur hat eine Bitte an euch. Er und einige Helfer wollen Colony 6 wieder aufbauen. Um das zu tun, braucht er aber Unterstützung aus dem Lager. Doch die Monster auf der Raguel-Brücke blockieren den Weg. Momentan kann niemand vom Lager aus der Kolonie gelangen. Welch ein Dilemma. Diese Brücke ist die einzige sichere Verbindung zum Lager. Ohne sie können wir unsere Leute nicht in die Kolonie holen. So wie die Lage jetzt ist, können wir die Umsiedlung vergessen. Es sei denn, ihr beseitigt die Monster auf der Brücke für uns. Das ist doch gar kein Problem. Ihr seht, es gibt viel mehr EP und Gold, deswegen habe ich so lange gewartet. Besiege die Monster auf der Raguel-Brücke auf den Beinen des Bayones. Hab Dank, mir fällt ein Stein vom Herzen. Sichert für uns die Brücke. Wenn ihr das getan habt, sagt Juju im Lager Bescheid. Ich werde hier auf euch warten. Sobald alle zurück sind, können wir mit dem Aufbau beginnen. Ich zähle auf euch. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon wirklich drauf. Habe ich lange drauf gewartet, weil es ein sehr interessantes Konzept ist, finde ich. Ich wusste, dass man Colony 6 wieder aufbauen kann. Ich wusste nur noch nicht genau wie. Nee, ich muss... das hier unten passt schon. So. Jetzt noch ein Brücke. Auf jeden Fall, ich fand das Konzept sehr interessant. Kam nur noch nicht dazu, weil ich eben, wie gesagt, darauf gewartet habe, dass es erst freischaltbar, wenn man im Schwerttal war. So. Es ist nur die Frage, was soll ich denn hier eigentlich besiegen? Ja. Kommt da auch mal was? Oder soll ich jetzt diese schwarzen Igel tatsächlich besiegen? Ja gut, sie sind Level 30. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr, als in diesem Gebiet zugänglich war. Daher kann das wirklich sein. Weil 30 hat die Monster in diesem Gebiet auf jeden Fall noch nicht. Das wäre viel zu stark. Ja, tatsächlich. 6 schwarze Igel. Okay. Auch wenn hier irgendwie mehr als 6, weniger als 6 sind. Was das alles etwas nervig macht. Immerhin geben sie alle gute Truhen. Oh ne, doch, es gibt genau 6. Super. So, greift doch mal alle an, Leute. Damit wir nicht immer hier neu starten müssen. Ich tue jetzt mal den da rein. So, genau. Die Aufmerksamkeit von dem tue ich auch noch erregen. Super. Und dann tue ich den auch noch ins Gespräch einbinden. Welch furchtloser Zank. Was ist das schon wieder für eine Trophäe, lol. Aber auf jeden Fall schön gegeben. Und jetzt findet doch der. Nimm den. Schön gemacht. Und ja. Zwar nicht sehr ansprechend, aber was? Warum haben die sich alle wieder alle gespawnt zum Geier? Und der Auftrag scheint nicht abgeschlossen. Muss ich jetzt zurück und Bericht erstatten? Oder muss ich jetzt zu Juju? Weil die sind alle immer noch da, aber... Gut, nach Spiellogik ist ja ein bisschen anders. Warten wir kurz mal. Oh nee, das ist so... Ah, jetzt bin ich komplett falsch gegangen. Egal, schnell nach oben, schnell. Auf nach Kolonie 6. Achso. Neue Monster aufgetaucht, okay. Da hatte ich mir nämlich, dass es etwas komisch ist, aber gut. Gut, dann halt gegen diese weißen Igler. Sind aber eine Menge, wie ihr seht. Und hey, diese Truhe hat kein Licht, warum auch immer. Das erscheint mir alles etwas komisch. Ah! So. Kämpfen alle mit? Super! Alle Igler sind im Kampf verwickelt. Das gefällt mir. Dann kann man doch gut das Windelement mal einsetzen. Hier. Tschuuu! Oder auf jeden Fall natürlich Feuer, Flammenruf, wenn es dann gleich verfügbar ist. Was? Da will irgendjemand nicht mitfeiern. Hallo? Ah, da ist er. Auf jeden Fall kann ich hier erstmal schön ausrauben. So, Blitzruf. Bam! Und jetzt nimm diesen da. Die Blitzer sind natürlich auf jeden Fall stärker. Weil, wie zu erwarten, diese Mission deutlich anspruchsvoller ist. So, gibt es jetzt irgendeine Aktualisierung? Im Auftragsbuch. Na? Okay. Kann ich jetzt mit Juju reden? Yep. Also, auf ins Flüchtlingslager. Waren wir jetzt schon so lange nicht mehr, deswegen zeige ich euch mal, wie man dorthin gelangt. Hier hinten befindet sich das Flüchtlingslager.
Und jetzt einfach reingehen. Dort drin, da drin soll Juju chillen. Ganz kurz noch, kann ich hier Harmoniebücher... Quatsch. Harmoniebücher. Technikbücher für... Fiora kaufen. Nee, aber für Charla. Okay, die soll ich vielleicht noch holen. Die habe ich wohl irgendwie übersehen. Das ist gut, dass die mal kommen. Würde ich sie auch gleich mal nehmen. Weil ich weiß auch nicht, ob es die damals noch nicht gab. Ich könnte mir ja sagen, soll ich doch mal zurückgehen und jeden Händler überprüfen. Kriegen die neue Bücher im Laufe der Zeit dazu? Weil wenn wir das auf jeden Fall interessant. Oh, wir haben ein neues Meisterbuch. Geil. Heilschrott. Heilschrot von Charla wurde erweitert. Das ist episch. Das werde ich mir jetzt gleich mal anschauen. Das ist doch... Wow, wie geil. Wie geil, wo ist Charla? Hier. Wow, geil. Heilschrot. Hier. Das kann ich jetzt richtig aufpowern. Werde ich auch machen. Weil ich habe ja jetzt eine Menge Asche. Das ist jetzt fast komplett vollständig. Muss ich jetzt noch ein... Noch ziemlich viel sparen, aber dann kriege ich da was echt Gescheites zusammen. Und den Kopf sollte ich auch noch verstärken, weil der ist absolut episch. Aber den Rest lasse ich jetzt erstmal. Aber cool, cool, cool. Das ist gut. Okay, jetzt aber. Juju. Ihr habt sämtliche Monster an der Raguel-Brücke beseitigt. Endlich können alle wieder nach Colony 6 zurückkehren. Habt vielen, vielen Dank. Sobald wir umziehen, erübrigen sich die verbleibenden Probleme. Können wir uns auf den Weg machen? Oder wollt ihr vorher noch jemanden hier helfen? Wir können gerne noch ein Weilchen hier auf euch warten. Nee, wir sind hier fertig. Alle Aufträge erfüllt. Auf geht's. Prima, dann kann's ja losgehen. Wir werden sicher Hilfe beim Aufbau von Colony 6 benötigen. Aber gut, dass man den nochmal gewarnt wird. Dass jetzt praktisch die Aufträge hier nichts mehr wert sind. Was, wir haben einen Kristall plus EP erhalten? Wie episch ist das denn? Boah, du musst dich anlegen. Das war richtig geil. So, Wiederaufbauzentrale. Jetzt sind wir mitten in Colony 6. Endlich können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Leider sind die Zerstörungen schlimmer als vermutet. Zumindest dieses Gebäude steht noch. Also, halbwegs zumindest. Wir können es als Hauptquartier verwenden. Ohne Hilfe werden wir nicht sonderlich schnell vorankommen. Wollt ihr uns vielleicht etwas unter die Arme greifen? Natürlich. Wir benötigen Materialien, Sammelitems und Geld. Othman hat mir die Leitung des Wiederaufbaus übertragen. Wenn ihr helfen wollt, sprecht also am besten direkt mit mir. Okay. Fördere die verschiedenen Sektoren für Colony 6. Wohnhäuser. Schaffe neuen Wohnraum für mehr Einwohner. Das ist jetzt echt strange. Man könnte sich hier vorkommen wie bei Tonka oder so. Oder bei irgendeiner... einem Simulationsspiel, nicht mit dem Xenoblade. Aber dennoch interessant, dass man das hier mit eingebaut hat. Finde ich echt episch. Wirtschaft. Lässt neue Geschäfte eröffnen. Natur, lässt den Rang der Kristalle in der Zentralgrube ansteigen. Spezielle Orte, steigern stark die Aufbaustufe, lassen mehr Sammelitems erscheinen. Okay, cool. Ja. Aktuell steht Aufbaustufe 0%, Bevölkerung 12, Aether-Kollektoren in Ordnung. Wie kann ich dir helfen? Wiederaufbau. Okay. Was? Oh. Das ist irgendwie scheiße. Immerhin, da kann ich was machen. So, in der Zwischen 3-3 werden die Ether jetzt ihre Kristalle abwerfen. Gut. Wofür müssen wir das mal? Beim Rest muss ich dann wohl mit dem Sammeln anfangen. Ach, schön. Na, immerhin stehen die Bäume schon. Ich mag Bäume. Wie ihr wisst. Natur, meine Stufe gestiegen. Es wurden Bäume und Gras angepflanzt. Aufbaustufe plus 1, Einwohner plus 0. Ja, okay. Super, 200 DPI, Trophäe-Aufbau-Experte. Gut, können wir noch was in der Natur wieder aufbauen? Nee, wir brauchen da zwei Eulenschatzbeutel. Regenelement, keine Ahnung, wo wir das finden. Oh Gott. Und Kohle brauchen wir dafür, ich sehe ich gerade. Eine Menge Kohle. Oh Gott. Ich lese mal kurz noch Hinweise. Tipps, ja. Die ersten Schritte sind getan, dank eurer Hilfe. Aber natürlich haben wir es nicht nur auf eure Hilfe abgesehen. Wir freuen uns über jeden Besuch von euch. Kommt öfter mal vorbei. Okay. Das hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Bevölkerung. Die Einwohnerzahl steigt, wenn wir Wohnhäuser bauen. Wir sollten auch versuchen, Leute aus anderen Städten einzuladen. Noch wohnen hier nicht sehr viele, aber wir müssen dranbleiben. Bald werden sie sicherlich in Massen hierher ziehen.
Also ich denke, ich kümmere mich erstmal komplett um den Wiederaufbau. Ehe ich hier Leute einlade. Wohnhäuser, 1 Tipps. Neue Wohnhäuser sind das Erste, was wir brauchen. Je mehr Häuser wir haben, desto mehr Leute können hier leben. Wir könnten auch Leute aus anderen Städten einladen. Um Wohnhäuser zu bauen, brauchen wir 2 Sachen. Gefleckte Wolfpelze könnt ihr auf dem Bein des Bajones finden. Zu den anderen Sachen hört euch am besten in der Stadt um. Na gut, also diese Tipps sind scheinbar unnötig. Gut, da werde ich mich jetzt hier noch etwas umschauen. Aber wenn es unnötig ist, weil hier ist eh niemand. Aber trotzdem. Trotzdem, nett hier. Auch wenn kein Schwein hier ist, ihr habt ja gesehen, Einwohnerzahl 0. Also gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt daran, Häuser zu bauen. Ja, wobei, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier erst einmal um. Und das ist dann das, was wir in diesem Part noch machen. Dann im nächsten Part werde ich richtig loslegen. Ja, wobei wir hier nicht weiterkommen. Okay. Das hat wohl scheinbar noch keinen allzu großen. Wenn es zum Beispiel noch Reisepunkte gibt. Oder Orte, sonst ja, wäre die Karte schon vollständig aufgedeckt. Zu dem Wasser komme ich auch nicht hin. Also, ja. Ah, hier draußen. Aber wenn es hier wirklich noch sehr, sehr karg aussieht. Nee, da verpassen wir nichts. Das sieht aus wie Fallout 3. Nee, da verpassen wir wirklich nichts. Okay, dann werde ich mich mal ans Farmen. So, das Erste, was wir brauchen, bekommen wir vom Beinwolf. Diese Beinwolfe befinden sich hier in etwa. Kann man nicht genau sagen, dass sie relativ verstreut liegen. Aber ja, flauschiges Feld ist es aber leider nicht. Das bedeutet, wir müssen hier weiter suchen, bis wir das finden, was wir brauchen. Zum Glück sind hier in dieser Ebene einige Wölfe. Weiß nicht, ob man Wölfe sagen kann, dass eigentlich Wolf geschrieben wird, aber kann durchaus auch wie ausgesprochen werden. Je nachdem, wie man sieht. Zum Glück sind sie nicht sonderlich stark. Das heißt, das hier ist keine Art und Weise ein Problem. Beinwolf ist erledigt auf Level 15. Und hier ist Schlummerwolf. Kein Problem. Stirb. Bam. Auch wenn der von trotzdem noch verdammt viel aushält, das wundert mich jetzt etwas. Aber immerhin, das sollte ausreichen, um die benötigten Materialien zu bekommen. Für den ersten Neusaufbau. Und ein Harmoniemütz, das heißt, wir haben den noch nicht besiegt. Das ist gut, das zu wissen. Aber ja. Letztendlich brauchen wir noch eine Sache. Immerhin den gefleckten Wolfspelz habe ich jetzt. So, beim nächsten Problem wird mir mein Hund behilflich sein, Pepino. Ist auch egal, weil das hübscheste Mädchen der Stadt ist. Am Ende hat sowieso jeder seine eigene Favoritin. Das Leben steht das mehr als diesem Kinderkram. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Und jetzt machen wir mal einen Tausch. Ihr wollt mir tauschen? Na gut. Da brauchen wir nämlich 3 Sterne für. Um das zu tauschen, was ich möchte. Nämlich diese Stahlseide. Da brauche ich was. Oh Gott. Elementarteilchen. Ja, tauschen wir mal. Wiedersehen. Es ist schon einiges wert, wie ihr es seht. Ich brauche 2. Und dann ist alles wunderbar. So. Noch eine Bitte. Nochmal gegen so ein Elementarteilchen. Wiedersehen. So.